Willkommen zu einem neuen Video, ich bin Vio und wir sind hier heute in Potsdam an der Pierscheide und sehr schöner Bahnhof, bisschen verlassener Bahnhof, hier halt nichts mehr. Am Bahnhof unter uns, da ist eine andere Linie, da halten noch Züge, Regionalbahn aber nur und keine Güterzüge. Als Regionalzüge fahren hier nur die, was wir beim letzten Mal in Saarmund alle gesehen haben, also diese Hamster und ansonsten nicht wirklich. Und die fahren auch nur alle halbe Stunde oder Stunde zum Flughafen und wieder zurück Potsdam. So. Als erstes hatten wir den Regionalzug und als zweites eine ELL Vectron. Ich glaube, das war ELL, also die normale Leasing Vectron mit einer Sonderlackierung. So, das war jetzt eine Vectron Cup Train mit Gütern hinten dran und wie ihr vielleicht an den Gütern sehr perfekt gesehen habt, da war immer eine schwarze Linie hier von diesen Teilen hier oben hier, weil die Sonne gerade schön hier reinfällt und hier schön Schatten auf die Züge wirft. Deshalb werden wir jetzt Positionen wechseln, wir werden nach hinten zur Brücke gehen, mal gucken, was wir da winden und ja, da haben wir zwar kein Signal mehr, aber vielleicht Güter oder sonst irgendwas. So, wir sind jetzt an der Brücke, hier hinter uns, sehr schön. Und hier haben wir nur ein Signal, das was wir vom Bahnhof aus auch gesehen haben. Hier haben wir noch einen netten See. Und ja, sieht nicht gut aus mit Züge, zumindest aus der Richtung. Signal ist nämlich noch immer rot. So, und hier hinten haben wir eben den Bahnhof und ein Signal, was zu uns schaut, was auf rot zeigt und das andere schaut nicht zu uns. So, das war gerade eine Leerlauf-Lok und wir haben gerade eine halbe Stunde darauf gewartet. Da hinten ist jetzt nochmal offen, also von der anderen Richtung kommt auch was und das probieren wir uns jetzt anzusehen. So, das war jetzt Baureihe 232 mit einem Regio gekreuzt. Wir haben gerade noch Glück gehabt. Hier kreuzt sich irgendwie alles. Alles, was wir bis jetzt gesehen haben, hat sich gekreuzt. So, die Lok ist jetzt gerade durch. Das war eine 186 von RTB Cargo und jetzt ist das Signal schon wieder grün, nach 2-3 Minuten und von hinten kommt auch was. Deshalb bleiben wir noch ein bisschen hier. Und wir wollten eigentlich gerade nach Hause. Und wir wollten eigentlich gerade starten. Weil wir Hunger haben. Ja, Laura hat Hunger. So, das war jetzt eine ÖBB Taurus mit diesen Rail Cargo Wagen, die oben offen sind. Die fahren bei uns ja auch, nur mit den Merci Italia Rail Loks, also 405, 412 und sowas. Und hier fahren die mit einer ÖBB Taurus oben. Sehr interessant. Den Güterzug, den sie gekreuzt hat, haben wir nicht gesehen, was das für eine Lok war. Irgendwas Schwarzes. So, das war jetzt die 187 von DB Cargo. Ich weiß nicht, ob ich sie euch mit reinschneide, denn die hat mega, mega viel Wind mit reingebracht. Thank you.
gleich noch ein Regio auf diesem verlassenen Stück Bahnhof, Pirschheide. Wir haben gerade herausgefunden, dass das, ganz früher mal, der 93 war das, ne? So was? Der alte Hauptbahnhof von Potsdam war. 63 bis 93. Ja, und dann der Südbahnhof und jetzt halt Pirschheide und oben aufgelassen. Und jetzt kommt noch ein Regio, den filme ich euch noch. Und damit würde ich sagen, was ist das mit diesem Video? Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, mach's gut und ciao.